Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe mit Thorsten Helbig. Lernen und Handeln mit der Forex Pro Community. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Freue mich, dass wieder so viele hier live dabei sind. Und ja, für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und wir schauen uns den Risikohinweis erstmal direkt an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig davon, was heute gezeigt wird, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig. Und ja, diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, da ich ja so lange gebraucht habe, nicht wahr, gebe ich jetzt ganz schnell an den Thorsten und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja, guten Morgen aus heimischen Gefilden. Wie man sieht, verbringe ich jetzt schon den zweiten Tag wieder im Büro, aber nur zeitweise. Uns hatte es dieses Jahr böse erwischt. Unser Wohnmobil ist in Malmö in Schweden liegen geblieben mit Getriebeschaden. Wir haben 5 Tage dran rumgebaut, haben es nicht hingekriegt. Und dann habe ich mich entschlossen, das Getriebe ausbauen zu lassen mit einem schwedischen Mietwagen von Malmö hier runterzufahren, das Getriebe zu ZF zu bringen. Dort wurde es jetzt zerlegt und wird jetzt gerade wieder zusammengebaut, so dass ich es wohl heute im Laufe des Tages wieder kriege und dann mich heute ins Auto setzen muss, zurück nach Malmö, dann das Getriebe montieren lassen und dann hoffentlich nächste Woche wieder zurückfahren. Ist keine schöne Geschichte. Ein unheimlich teurer Schaden, der bis jetzt noch nicht nachvollziehbar ist und so richtig auch nicht repariert werden konnte. Deswegen sorry, dass es jetzt ein paar Minuten später geworden ist, aber wir stecken da im E-Mail-Verkehr, um die letzten Punkte zu klären. Das musste sein. Wir kümmern uns als erstes um die Charts. Wir waren gestern darauf vorbereitet, dass gestern Abend die Zinsen in den USA gesenkt werden sollten. Also Zinsentscheid war ja gestern Abend auch. Der Konsens war, dass eine Zinssenkung von 0,25 ja die Märkte die letzte Zeit eingepreist hatten. Deswegen war der DAX ja auch die letzten Tage gestiegen. Und wir haben auch gestern noch kommuniziert, wenn der Leitzins weniger gesenkt wird als 0,25, würden die Indizes einer auf die Mütze kriegen. Wenn der Leitzins mehr gesenkt wird als erwartet, dann werden wir wohl eine Rakete sehen. Ich erinnere mich noch an eine Diskussion, die letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres, glaube ich, stattgefunden hat, wo wir über News gesprochen haben, gerade über die Zinssenkung. Und dann hat der liebe Nelson in dem Webinar eine sehr gute Aussage getroffen. Wisst ihr noch, wie die lautete? Die habe ich mir nämlich zu Herzen genommen. Weiß da noch jemand, was der liebe Herr Cardoso Neto aus Gölle oder Ratingen damals gesagt hat? Ich meine, es war im Januar oder im Februar dieses Jahr. Weißt du es noch, Nelson? Ich werde alt und vergesslich. Ich auch. Aber so was merke ich mir. Die Währungen folgen den Zinsen. Stimmt's? Richtig. Yep. So, wir haben gestern beides in der Form hier berücksichtigt. Wir haben gestern Morgen hier
den Plan gemacht, nachdem wir den Tag vorgestern ausgewertet haben. Da, das war vorgestern und wir haben vorgestern Bezug genommen auf die Zielbereiche. Gestern Morgen im Webinar. Punkt A, wenn der Zielbereich hier oben verletzt wird, dann ist und wir hier eine Umkehr sehen, und das war ja ganz klassisches bärisches Engulfing, dann ist das nächste Ziel der Zielbereich hier unten. Das hier wäre das erste Setup gewesen oder ist das erste Setup gewesen. Danach ist er hier runtergelaufen. Wenn wir den Zielbereich hier unten anlaufen, dann ist das zweite Setup das hier. Und zwar von dem Zielbereich da unten. Das ist jetzt hauptsächlich für die, die eine Euro-Pro-Lizenz haben. Für die ist es wichtig, da. Das wäre das zweite Setup. Dann ist er auch hier ein Zielbereich höher. Und wenn er hier oben diesen Zielbereich holt, dann wäre das dritte Ziel hier unten. Von dem dahin nach dem Short-Szenario oder nachdem der Short sich hier angedeutet hat. Hier Zielbereich, dann deutet sich hier der Long an. Ich muss mal eben gucken, ob unser Robert hier ist. Nee, leider nicht. Schade. Dann muss ich ihm nachher mal den Link schicken. Guten Morgen, Stefan. Dann wäre das hier von diesem Zielbereich hier oben das nächste Ziel, der hier. Und die dritte Nummer wäre dann von dem Zielbereich knapp hier drunter, er hat ja knapp da drunter gedreht, wäre dann hier unten. Szenario A, reiner Zielbereichshandel, nicht vergessen. Szenario A, von dem Zielbereich hier oben, der hier oben verletzt wurde, bis knapp da drunter. Hier oben ist er ganz knapp da drüber geschossen, also auch knapp da drunter. So, das ist für dieses Short-Szenario, ist hier unten knapp unter diesem Zielbereich das Ziel zu suchen. Ob man dann in so einem Short-Szenario und in so einer Short-Position die Nummer von oben nach unten handelt und ab hier einen Trailer dahinter schaltet oder mit einer LPO als Gegenposition arbeitet, mit einer Limit Pullback hier als Gegenposition handelt, die dann eventuell hier hinterhergezogen wird, das sei dahingestellt. Regelwerk dazu können sich unsere Paternoster gerne mal aufschreiben. Wenn wir diesen Zielbereich hier verletzen, das haben wir hier gemacht, Zielbereich 1,11,30,9, oben drüber bei 32,9, also exakt 2 Pips oben drüber. Dann ist das Ziel hier unten 1,11,21,4, 2 Pips drunter 1,11,19,4. Das Low haben wir gemacht bei 1,11,18,9, also er ist hier unten 0,5 tiefer gegangen, als er hätte gehen sollen. Da ist auch die 0,5, aber der Lauf von hier oben, von der 31 bis zur 19, ist ja schon mal ein Stück, wenn man das mit einem vernünftigen CRV hinkriegt. Zielbereich hier unten 1, 11, 15, 5. Der wurde verletzt bis 1, 11, 15, 3, also 0,2 unter diesem Zielbereich. Dann sollte er hochgehen bis an die 1, 11, 36, 8. 0,2, die er hier unten durch oder unterboten hat, 0,2 dazu. Wären wir bei 1, 11, 6, nicht bei 1, 11, 36, 8, sondern bei 1, 11, 37 glatt. Und das High hat er gemacht bei 1, 11, 36, 9. 0,1 verfehlt. Die hat aber dann hier nachgeholt.
Hier das High gemacht bei 1,11,375, also 0,5 drüber. So wie er hier 0,4 drunter ist, ist er hier auf diesem Weg 0,5 drüber. Dann hat er den Zielbereich da oben angeteasert und dann wäre das dritte Szenario hier runter bis an die 1,11,06. Er ist 2 Pips drunter geblieben, also 1,11,08 wäre hier unten das Ziel. Das gucken wir uns aber gleich noch an. Wenn, ja, ich weiß, wenn hätte der Hund nicht geschissen, hätte er den Hasen gehabt. Hätte der Hase gewusst, dass der Hund scheißen muss, wäre nicht so schnell gelaufen. Ne? Aber an solchen Szenarien müssen wir ja unsere Regelwerke nachvollziehen, um sie besser zu verstehen. Ist der Verlauf so nachvollziehbar? Oder die Regeln für unsere Zielbereiche, ist das so, wie ich das jetzt in diesem Verlauf erklärt habe und so, wie ich es gestern im Webinar erläutert habe, ist das so nachvollziehbar? Also für alle die, die die Zielbereiche haben und für die, die sie nicht haben, ist es ja vielleicht eine Anregung, nach diesem mit uns gemeinsam zu handeln. Kurzes Feedback für mich wäre wichtig oder ich wäre dankbar dafür, wenn ich weiß, dass ich so von mir gegeben habe, dass es auch der Nicht-Profi versteht. Regel oben verletzt, dann auch unten verletzen. Wenn unten ein Tiefer den verletzt, dann hoch und den verletzen, dann ein höher, wenn den, dann unten den. Okay, dann scheint es ja angekommen zu sein. So, die Nummer hier unten hat er dann nicht abgeholt, aber aufgrund dessen haben wir ja gestern dann im Abgleich mit dem H1 haben wir ebenfalls unseren Tagesplan gemacht. Unser Tagesplan hieß, dass wir maximal bis an die 1,11,53 wollten. Die 1,11,53 kommt hier aus dem Daily. Da, dort haben, nee, das ist die 1,11,37. Die 1,11,57 war dieses Hoch hier, ja, 1,11,55, nicht 57, 1,11,55 war dieses Hoch, was kurz überboten werden konnte, sollte, eventuell. Als zweites Regelwerk haben wir gesagt, hier könnte eine Schulter-Kopf-Schulter entstehen, dank unserem Uwe, unserem Üfchen, der uns auf diese eventuell entstehende Schulter-Kopf-Schulter hier hingewiesen hat. Schulter-Kopf-Schulter, linke Schulter 1,11,37. Deswegen der Hinweis, dass wir maximal bis 1,11,54, bei 1,11,55 ist das letzte Hoch im H1 gewesen, was angesteuert werden konnte, als Long-Ziel. Und Shorts ab da und Ufbass an der 1,11,37 für Longs an der linken Schulter. Der Verlauf wurde gestern früh hier auch eingezeichnet und geplant. Die 1,11,54 oder 53 ist es nicht geworden, aber wir haben das ähnliche Spiel hier den Zielbereich verletzt, wenn man hier diese Umkehrformation, dieses Szenario hier für Shorts nutzt und hier haben wir sogar das Tief hier knapp unterboten, dann den SL da oben drüber, wenn es das CRV erlaubt. Dafür haben wir genau die beiden Möglichkeiten, entweder den SL, wenn man diese Umkehrformation hier nutzt,
hier diese Kerzenformation, den SL hier oben drüber zu setzen. Beispiel, Entry ist hier irgendwo bei 1.11.30, 1.11.29, da wo wir uns jetzt gerade befinden, aufgrund dieser Umkehrgeschichte. Die 29, das High ist gemacht bei der 32 oder 33, was somit heißt, Entry 29, SL entweder, je nachdem, wie man den Tag am Chart verbringt, den SL auf über die 33, über dieses Hoch, sagen wir 34 oder 35. Und das Ziel gehört nach unten hier 1.11.13. Da knapp drunter, also 1.11.12, 1.11.11. So, da sind wir schon mal hier bei 19 Punkten. Das wäre die eine Geschichte. Die zweite Geschichte, weiß ich aber nicht, ob das CRV passt oder gepasst hätte. 29 rein und den SL über den Zielbereich hier oben. Wenigstens über die 37, denn die 37 stellt hier den Zielbereich dar. Da haben wir auf die Marke hingewiesen. Zielbereich 1.11.37, nächste Zielbereich 1.11.40. Also die Stops. Wenn man diesen Verlauf von oben nach unten durchziehen will, die Stops dann da oben drüber. Das ist vor allen Dingen für diejenigen wichtig, die uns oder mir dann auch gerne mal mitteilen und sagen, ah, ich setze meine Stops immer zu eng, die werden gerissen, dann geht dann doch in meine Richtung oder ich ziehe meinen Stop zu früh nach. Dann fliege ich BE raus und dann geht er doch in meine Richtung. Bei dieser Geschichte muss man immer darauf achten. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man den Stop-Loss in den Gewinn gezogen hat oder Break-Even und in einem kleinen Gewinn, also mit einem kleinen Gewinn, wenn der dann gerissen wird. Ist ja nichts passiert. Wenn er dann aber gerissen wird, dann ist der nächste Schritt, sofort zu überprüfen, hat dieses Setup denn überhaupt noch Gültigkeit? Beispiel, klassisch gestern, wenn wir hier oben diesen Short gegriffen haben, nach Zielbereichen, und der wird hier gerissen, entweder der SL oder er wird BE gerissen, da wir hier damit dieses Tief unterschritten haben, dann wird er hier mit hoher Wahrscheinlichkeit BE gerissen, dann zieht er hier hoch. Und dann muss ich doch sofort gucken, ist mein Szenario, mein Regelwerk, welches ich oder mein Plan, meine Setups, haben die überhaupt noch Gültigkeit? Ja oder nein? So, jetzt läuft der hier hoch, wir haben gesagt, Aufpass an der 1.11.37, wo es ja schon nach dem Hinweis von unserem Uwe hier, da, wo es an der 1.11.37 ja schon runtergehen kann, schaue ich mir das an, 1.11.37 Zielbereich, 1.11.40 nächster Zielbereich und genau dazwischen diesen sauberen Doji gestern Mittag um kurz vor 12, pünktlich zum Mittagessen. Also, nächstes Short-Szenario hier, da diese Umkehr, Stop nicht darüber, das wäre in dem Fall dumm, den Stop auf die 39,5 oder 39,6 zu setzen, wenn der Zielbereich bei 1,405 ist, sondern dann muss er auf die 42,5 oder 3, besser sogar auf die 1,1143. Der Verlauf 1,1138 bis runter 1,1118, 20 Punkte. Ob man nur die 20 Punkte mitnimmt, das glaube ich eher nicht, weil das Ziel liegt hier unten. Wenn er hier dazwischen zwischen den Zielbereichen bremst, sollte er auch da unten. Aber was hier in diesem Verlauf von oben nach unten wichtig ist, Stop-Loss auf Tagesziel oder nach unserem Regelwerk Euro Pro nachzuziehen. Und dann ist er Minimum 8 Punkte im Plus.
Und wenn wir nach Markttechnik nachtrailen, dann kommen wir hier von hier oben irgendwie von der 37. Dann muss nach dieser Umkehrformation hier, nach dieser Korrektur, der SL da oben drüber auf die 29, dann ist er 8 Punkte im Gewinn. Wenn wir dann hier runterlaufen, dieses Zwischenhoch hier deckt sich fast mit dem, also fliegt diese Position Minimum mit 8 Punkten plus raus. Wer sein Tagesziel realisiert, wir haben Leute, die haben 6 Punkte oder 6 Pips Tagesziel, wir haben Leute dazwischen, die haben 10, wir haben welche, die haben 12. Ich bin bei 12 bis 15. Wenn ich dann kommuniziere auf unserer Slack-Plattform, dass ich diese Position handle, um mein Tagesziel zu realisieren, und ich bin hier 20 Pips auf der, oder ich habe hier 20 Pips auf der Habenseite, dann gehört mein Stop-Loss auf 12 oder 15 Pips in den Gewinn, um im Falle, dass er hier hochschießt, in diesem Fall nochmal mein Tagesziel zu realisieren. Der Verlauf von da nach da geht BE aus, im schlechtesten Fall mit dem SL, wenn er da oben drüber geht, dann sind wir bei 5 Pips hinten. Wer sein SL da oben drüber gelegt hat, was nach Zielbereichen notwendig wäre, wird gar nicht ausgestoppt, es sei denn, er hat hier auch BE gezogen. Von da nach da bringt die Kiste ein Tagesziel, definitiv. Hier ein nachlaufendes Hoch. Wir haben hier das High 111.39.6. Wir haben hier das High 111.39.4. Hier greift sogar für den Tag im N5-Regelwerk Doppeltop, nachlaufendes Hoch, Umkehrformation bärisches Harami. Auch diese Geschichte kann man, wenn man hier genug im Sack hat, diese Geschichte genauso nochmal angreifen. SL wieder da oben drüber. Wir sind hier wieder bei einem Entry bei 36 oder bei 37. SL hier oben auf die 42, 43, hier oben gleiches Spiel, dann ist hier ein zweites Tagesziel durchaus drin. Wichtiger ist dann der Zinsentscheid, und ich komme auf das gleiche Thema wie gestern früh. Wir haben hier oben diese Zielbereiche dann durchschossen, durch die News weit durchschossen, aber gebremst hat hier oben die 111.84.8. Wir haben das, also 84.8 ist der Zielbereich und 111.88 ist dann das High, das Hoch gemacht worden. Um auf den Spruch zurückzukommen von, oder die Regel von Nelson, darauf zurückzukommen, Zinsen oder die Kurse folgen den Zinsen. Ist das hier so erfolgt? Ist das hier richtig? Frage an die Teilnehmer, nicht an Nelson. Kurzes Ja, Nein, vielleicht reicht. Stefan R., guten Morgen, dich habe ich ja schon ewig nicht gesehen. Ja, es ist in dem Fall vollkommen richtig. Dazu muss man die Märkte verstehen, das ist richtig. Das ist schwierig, Märkte zu verstehen. Das ist genauso, als wenn man sagt, ich verstehe die Frauen. Wer Frauen versteht, der versteht auch Märkte. Was aber nicht umgekehrt heißt, wer Märkte versteht, der versteht auch Frauen. Ich will jetzt keiner Frau zu nahe treten. Frauen können das genauso gut umdrehen, weil da ist es genau das Gegenteil. Was ich damit sagen will, ist, mal wieder, nicht die News machen die Kurse, sondern eher Kurse machen die News.
obwohl ich den zweiten Teil auch nicht so unterschreibe, sondern die Marken hier, diese Linien, die standen gestern früh um 7 Uhr fest. Die werden pünktlich morgens 7 Uhr angezeigt. Da, pünktlich, also Serverzeit 8 Uhr. Da. Dort, hier, pünktlich werden die angezeigt und die Marken hier, die standen fest und wir sehen die Reaktion an den Marken. Hier, 1.11.57.4, kurz durchschossen, sofort Gegenreaktion, einmal runter. Dann wieder nächster Anlauf, durchschossen und sofort hat die 1.11.84. Sie merken, die wurden nicht durch die News gemacht, sondern die News sind in der Regel dann nur der Turbo, um die Marken oder um die Kurse dahin zu bringen. Diese Zielbereiche, die heißen ja deswegen Zielbereiche, sie sind Reaktionspunkte. Das heißt, an diesen Punkten ist immer mit Reaktionen zu rechnen. Und man sieht auch hier wieder, wie die Reaktionspunkte in dem Fall hier auch funktioniert haben. Und dafür machen wir uns auch einen Plan heute. Hier wird ja immer wieder gerne Short gesucht, aber die FED hat für Ziele zur 1,16, 1,20 im nächsten Jahr gesorgt. Das ist nicht so ganz richtig, Hubert. In dem Euro, US-Dollar handeln wir Long genauso wie Short. Das ist hier, ist es ziemlich egal, je nachdem, was unser Regelwerk vorgibt. Wir suchen uns übergeordnet das bessere CRV, legen dafür die Hauptrichtung fest und in die Hauptrichtung suchen wir uns dann nach unseren Regelwerken dann die Setups. Wenn die Hauptrichtung Long ist, ja, gestern, Long nach Euro Pro bis 1.11.53, UFBAS an der 1.11.37. Und dann Short ab 1.11.53 möglich. Die Short, die ich suche, das unterschreibe ich sofort. Daher ist auch mein Spitzname Shorty wahrscheinlich. Die suche ich eher in den Indizes. Und gerade, da kommen wir aber auch gleich, und gerade in den Höhenflügen, wo wir uns gerade mal wieder bewegen, werde ich auch gleich erklären, warum ich die Shorts da bevorzuge. Wir handeln hier im Euro-US-Dollar nicht mittelfristig oder zurzeit gar nicht mittelfristig. Wir haben ab und zu mal mittelfristige Setups, ja, aber wir handeln hier in der Regel nach unserem Regelwerk Euro-Pro, nach unseren Zielbereichen. Ob wir 1,16, 1,20 im nächsten Jahr sehen, das sei dahingestellt. Jetzt haben wir hier das Thema gestern ist, glaube ich, Guten Morgen, Marcel. Hast du einen Entschuldigungszettel von deiner Frau oder deiner Mama mit fürs zu spät kommen? Ansonsten musst du die Tafel sauber machen. Suchen wir uns genau diese Nummer aus. So. Wir müssen ja jetzt sehen, wo wollen wir hin? Was ist unser Ansinnen? Gestern Abend die News, Kurse folgen den Zinsen. Das heißt, wenn die Zinsen sinken, dann sinkt auch, oder Währung, nicht Kurse, Währung folgen den Zinsen, war die Aussage, die getroffen wurde, die ich mein Leben lang wahrscheinlich nie wieder vergessen werde. Kurse oder Währung folgen den Zinsen, das heißt Zinsen werden gesenkt, die Währung wird schwach. Wenn die Zinsen gesenkt werden, schwächere Zinsen, schwächere US-Dollar, stärkere Euro. Deswegen hier die Reaktion. News werden aber in der Regel wieder zurückgekauft. Das heißt, in dem Fall, wenn wir hier nach oben schießen, wird der ganze Spaß auch wieder abverkauft
Und wir sehen hier die Zielbereiche 1, 2, 3, 4. Wir haben oben 1, 2, 3, 4 abgearbeitet. Zielbereich unten wäre, von da den Short nach unten zu ziehen, wäre das Ziel hier unten bei 1,1059. Geschafft haben wir es bis zu 1,1068. 1,1059 wäre demnach noch das offene Ziel. Sollen wir noch mal gucken, ob das erreichbar wäre? Wir haben hier ich lege mal eine Linie hin bei der 1,1157. Da, das wäre ja das Ziel, was wir gerade aufgerufen haben. Dahin. Jetzt schauen wir die Kombination. Wir nehmen diese Bewegung, was ich als eine Bewegung interpretiere. Diese Bewegung hier ist eindeutig zu Ende. Wir haben hier einen Trendbruch. Hier das letzte Hoch. Da sind wir weit oben drüber. Also brauchen wir über eine Short-Geschichte nicht diskutieren. Erste Bewegung abwärts. Bewegung A. Dann diese Korrektur. Und Bewegung C. An Bewegung, wenn wir nach C gleich A gehen, muss die erste Bedingung erfüllt sein. Wir brauchen für Bewegung C, das hier ist in dem Fall A und das hier ist in dem Fall C. A und C, das kann bitte mal geknipst werden. Dann ist Bewegung C sollte genauso lang sein wie A, das heißt, die hätte laufen müssen oder laufen sollen bis hier runter. Was ich mit dem Zielbereich hier für heute decken würde, die Nummer hier kann raus. Da, das wäre das Ziel, aber erste Bedingung für C gleich A ist ein tieferes Tief hier unten drunter. Wir brauchen hier drunter ein tieferes Tief. Machen die Linie mal gerade. Da. Das heißt, wir brauchen ein Tief unter 1,1096, um die Bedingung zu erfüllen. Und diese Bedingung, die war mit dieser Kerze hier erfüllt. Da war C gleich A erfüllt, nachdem wir ein tieferes Tief unter dem hier hatten, das Ziel hier unten. Diese Bewegung wurde hier abgebrochen. Das wiederum, dass die Bewegung abgebrochen wurde, hier, also nicht hier unten erfüllt, sondern dadurch, dass sie hier abgebrochen wurde, sprach das, jetzt mal von der Uhrzeit völlig abgesehen, um die Zeit handelt, glaube ich, kein Schwein, aber das sprach oder spricht dafür, dass diese Bewegung nicht mehr vollendet wird. Wie geht man damit um? Man geht damit um, indem man, wenn man sich hier eine Shortnummer gestern Abend noch oder gestern Nacht hier irgendwo gegriffen hat, weil man sagt, hier ist die 23,6, hier ist die 38,2. Wenn man sich nach C gleich A diese Bewegung gegriffen hat, dann muss mit dieser Kerze der Stop BE gehen, dann kann man sowas automatisiert laufen lassen. Jetzt haben wir das hier als eine Bewegung, C gleich A ist nicht erfüllt. Schreibe ich hier mal rein.
Bewegung C nicht komplett. Das spricht für Long. Auch das darf mal geknipst werden. Muss ich mal gucken, ob das da ist. Ja. So. Das heißt, dadurch, dass diese Bewegung nicht komplettiert wurde, spricht es erstmal für Long. Long kann jetzt laufen. Wir haben hier oben eine Kombination 61,8, 66er FIBO und hier die Zielbereiche. Das heißt, ich würde hier oben diesen Bereich für die nächste Bewegung nach unten definieren. Hier liegen und Entries für Bären. Legen da die Ziele oder lügen die Ziele? Ups, hier lügen. Hier lügen Ziele. Das ist doch. Das muss ich direkt ändern hier. Wenn da steht hier, hier lügen Ziele der Bullen. Wenn Ziele lügen, dann wären wir ja eine Politik, ne? Oder die Bullen lügen. Nicht in Hiedemünden oder in Hanmünden sitzen, sondern in Berlin. So, hier liegen Ziele der Bullen und Entries für die Bären. Heißt, okay. Willi, geh ich gleich drauf ein. Schreib dir mal bitte auf Trend. Erkläre ich dir gleich oder erkläre ich gleich. Okay? Ich mache das hier zu Ende und dann erkläre ich das. Hier liegen Ziele der Bullen und die Entries für die Bären. Das heißt, wer bullisch angehaucht ist, egal wonach wir handeln, ob wir nach FIBO handeln, hier ist die 61,8 da und hier ist die 66. Hier haben wir die 1,1154. Die haben wir noch von gestern, die kann ich aber rausnehmen hier, die irritiert jetzt nur. So, das Hoch ist ja Geschichte. Also, hier liegt der Bereich. 61,8er FIBO, 66er FIBO, Zielbereich 1, Zielbereich 2. Das heißt, wir haben 1,1142 bis 1,1155, 57, dieser Bereich hier, der kann für Tages-, also für mittelfristige Shorts genutzt werden, der dann im größeren Zeitrahmen nach den FIBO-Regeln C, A, gleich, das wollte ich jetzt nicht, dahin wollen wir. Falsche Taste gedrückt. Da, wenn wir da oben dann irgendwo starten, da, dann sehen wir,
dass dieses Muster hier nach unten sogar aufgehen kann. Und wir dieses Ziel, was hier gestern erstmal markiert wurde, ich muss es in einer anderen Farbe machen, sonst kommen wir hier durcheinander. Nee, grün nehme ich nicht. Das ist nicht meins. So, das geht besser. So, das heißt, wenn wir diese hier oben hinlaufen sollten, hier in diesem Bereich, dann erwischen wir wahrscheinlich auch den Zielbereich da unten. Das heißt, im Klartext, da haben wir die 61,8. Dort haben wir die 66. Und dort haben wir den Zielbereich. Und dann heißt es von da aus, darunter, darunter, und darunter, hier befindet sich dann die Marke, falsches, so, wenn wir da drunter gehen, unter diesen Zielbereich, ist das hier die BE-Marke für Shorts. Egal, wo die Shorts herkommen. Das war jetzt doof. So. Das hier ist die BE-Marke für die Shorts. Die können ab da, ab da, ab da. Hier liegen die Ziele der Bullen. 1, 2, 3 Ziele. Das sind die Zielmarken. Und hier, das sind die Zielmarken für die Bullen. Und dann, wenn wir hier BE sind, dann kann es hier dann auch, wenn wir da drunter sind, bis da gehen oder bis da, den hier müssen wir ein Stück länger zeichnen, bis dahin, bis dahin oder sogar bis dahin. Je nachdem, von wo wir kommen. Kommen wir von da, gehen wir bis da, kommen wir von da, gehen wir bis da, kommen wir von da, gehen wir bis da. Und hier unten drehen wir den ganzen Spieß dann um. Und machen das ganze Ding blau. Zielbereich der Bären und Entries der Bullen. Bullen schreiben wir mal groß. Ich dussel.
Das war jetzt nicht klug, das muss ich ja da reinschreiben, ne? So. Was wird das hier heute? Blau. Zielbereich der Bären und Entries der Bullen. So, das darf geknipst werden. Ist das soweit jetzt verstanden oder ist es relativ, ist es klarer? Vielleicht für den einen oder anderen auch, wie wir die Zielbereiche anwenden, wie wir sie nutzen. Ist das Bild jetzt für heute hier klarer? Ich muss das mal fairerweise sagen, ich lebe hier nicht von Luft und Liebe. Ich brauche von den Teilnehmern hier die Feedbacks. Wenn ich nicht weiß, ob es verstanden wurde, dann kann ich sonst nicht nochmal drauf eingehen. Gehen wir das blaue C nicht wirklich, so weit bin ich auch noch nicht. Das kommt gleich. Danke, Tobi. Tobias. Danke. Okay. Dann gehen wir noch auf die Frage ein, warum ich C hier angesetzt habe. Hat nur einen kleinen Grund. Wir haben hier die massive Abwärtsbewegung nach den News. Die ging hier runter exakt bis 22 Uhr. Nach dem Zinsentscheid ist er hochgeschossen, dann direkt wieder abverkauft, Trendbruch über alle Zeitebenen, dieses Tief, dieses Tief, dieses Tief, alles durch, hier runter. Genauso wie er hochgeschossen ist, auch runter. Hier war dann Börsenschluss, 22 Uhr. Und ab da setzte hier die Korrektur ein. Und die Korrektur setzte in Form von diesem Dreieck ein hier. Da. So. Bewegung, Korrektur, dann keilt er sich hier fest. Und diese Formation, dieses Dreieck, Anneliese, bitte anschauen, dort sind die Formationen erklärt, Dreiecke, Wimpel, etc. Diese Formation, dieses Dreieck ist dann als gültige Formation zu werten, wenn der Kurs diese Formation in die Richtung verlässt, wo der längere Schenkel ist. Der längere Schenkel ist eindeutig unten, also deutet das die nächste Short-Bewegung an, wenn dieses Dreieck vor dem Schnittpunkt hier, den man Appendix nennt, wenn man vor dem Schnittpunkt diese Formation verlässt, und das hat er auch getan. Das heißt, Bewegung, schöne Korrektur. Wir können auch mal auf das Zeitfenster schauen von der Korrektur. Nur um, die Korrektur soll ja mindestens doppelt so lang sein wie die Bewegung.
So, da haben wir die 1. So, das ist die Bewegung nach unten, die er gemacht hat. Das ist dann vom Zeitfenster her das erste und hier das zweite. Das heißt, er hat ungefähr die 2,5-fache Zeit für die Korrektur gebraucht, die er für die Bewegung hier gebraucht hat. Das heißt, auch vom Zeitfenster, was ja mindestens doppelt so lang sein soll, also das Zeitfenster der Korrektur sollte mindestens doppelt so lang sein wie das Zeitfenster von der Bewegung. Und das hat er sogar das 2,5-fache gemacht und dann diese Formation nach unten verlassen. Deswegen habe ich in diesem Fall hier blau C, das blaue C angesetzt. Den Punkt bis dahin verstanden, Willi? Wilhelm? Gut, dann kommt der zweite. Ja, weil eine Bewegung immer am Hoch beginnt. Dann kommt der zweite Teil, warum die Frage bestand aus zwei Punkten, warum ich C dort angesetzt habe. Das ist die Oberkante von der Formation und es ist das letzte Hoch. Eine Bewegung beginnt immer am Hoch nach unten. Und die zweite Frage war, warum die Bewegung da angesetzt wird und warum der Fibo von da nach da gelegt wird. Richtig, Wilhelm? Zweite Frage war, warum der Fibo von da nach da geht, aber die Bewegung da angesetzt wird. Richtig? Habe ich die Frage so richtig verstanden? Fibo ist klar? Okay. Den Fibo habe ich da angesetzt, weil diese Bewegung hier in einem Rutsch durchging. Und wenn wir gucken, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Das letzte Hoch hier in dieser Bewegung hier ist das hier. Wenn man ein bisschen grober denkt, das hier. Das heißt, wir haben noch keinen Trendbruch in keiner Form, sondern das hier ist Rauschen innerhalb dieser letzten Bewegung und damit ist dieser Abwärtstrend hier noch voll intakt. Und geht dann hier weiter. Er macht hier ein neues Tief, dann die Korrektur und dann ein neues Tief. Da hier ein neues Hoch macht, über diesem Hoch, hier ein neues Hoch, da oben drüber, dadurch, dass er hier ein neues Hoch macht, geht die Bewegung von oben nach unten innerhalb dieses Trends von dort bis da. Von da oben bis nach unten durch. Und hier ist sie zu Ende, weil wir danach dann hier den Trendbruch haben. Deswegen ist das hier das Hoch und das hier das Tief. Okay, damit ist das, sind deine Fragen geklärt, Wilhelm? Gerne doch. Okay, dann noch ein kurz, oh, wir sind schon fast am Ende, ein kurzer Blick noch auf den DAX. Wir hatten bei 18.803 hatten wir das letzte, die letzte Hürde der Bären oder die letzte Hürde der Bullen und die letzte Marke hier im Daily. Die Abwärtsbewegung hier sollte bis maximal 18.803 gehen oder das letzte Hoch, die 18.780. Der Spike gestern hier oben drüber ist überhaupt nicht schlimm. Wir haben einen Schlusskurs gestern hingelegt, weit unter der 18.803, weil wir haben den bei 7,59, also 40 45 Punkte unter dem 76er Level. Hier mache ich heute nichts, sondern ich warte hier heute ab. Im DAX fasse ich erstmal nichts an, zumal wir morgen großen Verfall haben. Wir haben morgen dreifachen Hexensabbat, morgen Mittag. Im DAX werden wir warten, bis wir morgen Mittag weiter sind. Wir haben gestern
unsere Shorts BE abgesichert, haben wir auf Slack auch kommuniziert. Bup, bup, bup. Da 17:58, alle Positionen müssen zu den News entweder BE abgesichert sein oder raus. Zu den News im Euro bleibe ich zu den News an der Seitenlinie. Und dann 20:04, Shorts sind alle raus. Wir haben bei 18.900 geschortet, SL 18.850. Also auch zu den News am High oben eine kurze Nummer mitgezogen, um hier, wir können uns das ja mal ganz kurz im M5 anschauen. Da den Spike hoch und dann haben wir die 900. Bei mir war es dann die 901. Wir haben das High platziert bei der 917. Ich habe da oben eine LPO, eine Limit Pullback, mitziehen lassen, was ich zu News gerne tue. Und dann den SL auch plus 50 gezogen. Der wurde nachher auch gerissen. Die 50 wurde dann direkt kaputt gemacht hier. Da gleich mit diesem Rücklauf mit 50 Punkten raus und dann war auch gut. Hier warte ich heute definitiv ab. Der Tag heute kann hier ruppig werden, da die News morgen da sind. Wenn ich in den Terminkalender gucke, glaube ich, stehen wir für nächste Woche mit Nelson oder mit Wolfgang schon wieder, weil letzte Woche, wie gesagt, sind wir in Malmö hängen geblieben. Wir haben den Termin von letzte Woche auf diese Woche gelegt. Ich glaube, nächste Woche, da wir diese Woche den Termin nur von letzter Woche auf heute verschoben hatten, glaube ich, müssten wir uns nächste Woche Donnerstag wiedersehen. Bitte schaut aber am Mittwoch in euren Mailkasten, in eure Mailbox, um zu schauen, ob das Webinar stattfindet. Das wird sich viel danach richten, ob das, was die Schweden mit meinem Getriebe machen, ob ich da eventuell auf der Rücktour bin oder nicht. Und ab Freitag haben wir hier dann auch ein Seminar bei uns im Haus. Und damit bin ich durch für heute. Und das hier behalten wir heute sauber im Auge. Das ist für mich ein schönes Setup, ein schöner Plan. Alles andere macht nicht so wirklich Sinn. Ich kopiere das hier nochmal. Ich weiß gar nicht, ob das auf Slack hochgeladen wurde. Und verabschiede mich für den Tag heute an unsere Paternoster. Wenn ich nicht so aktiv begleiten kann, dann liegt das daran, dass ich auf der Autobahn liege. Ich sag mal, aus der Mitte von Deutschland bis nach Malmö und wieder zurück ist jetzt nicht so ein Pappenstiel, nicht so ein Spielkram. Das geht schon ein bisschen auf die Nerven. Dann wünsche ich euch mit den Plänen, die hoffentlich sauber sind, einen schönen Tag und vor allen Dingen einen erfolgreichen Tag. Aber ich glaube, mit den Plänen hier seid ihr auf dem sicheren Weg. Wer vielleicht noch nicht bei uns in der Sandkiste mitspielt, wir freuen uns immer auf Zulauf. Ihr könnt bei uns über die Homepage gerne einen Gesprächstermin vereinbaren. Mein Terminkalender ist dort immer öffentlich. Dort kann man ein Erstgespräch vereinbaren. Dann reden wir mal darüber, wie wir vielleicht den Weg an der Börse ein kleines Stück gemeinsam gehen. Du vielleicht mit Forex Pro Systeme oder mit FX Flat oder mit einem unserer anderen Partner. Aber wie wir dich vielleicht auf dem Weg zum profitablen Börsenhändler begleiten können. Dann melde dich einfach bei uns, vereinbaren Termin, dann reden wir und danach sehen wir weiter. In diesem Sinne sage ich vielen Dank an Nelson, dass er so früh aufgestanden ist und den Termin hier möglich gemacht hat und sagt tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Tschüss, tschüss. Dankeschön, Thorsten, für das Webinar heute. Ja, wie du gesagt hast, geplant nächste Woche. Dann hängt es dann von deinem Wohnwagen ab, ob es stattfindet. Ansonsten vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Wie Thorsten gesagt hat, meldet euch bei Thorsten, wenn ihr noch nicht Mitglied seid.
Ansonsten wünsche ich natürlich auch viel Erfolg, einen schönen Tag. Diese Woche soll es noch schön werden, nächste Woche dann wieder nicht. Also wer seine Pips im Sack hat, wie der Thorsten immer sagt, kann auch gerne mal das schöne Wetter genießen. Ansonsten, ja, bis nächste Woche. Bleibt gesund und passt auf eure Position auf. Bye bye. Ganz kurz, die Aufzeichnung werde ich konvertieren, werde sie zuschicken. Vielleicht, Nelson, kannst du dir ja dann den Link an die Leute versenden, die da waren. Weil ich habe jetzt gesehen, ich habe schon zwei Mails gekriegt, wo drin steht, kann ich die Aufzeichnung bitte haben? Ja, also die Aufzeichnung, wenn du nichts dagegen hast, kommt ja auch bei uns auf YouTube online. Ja. Ich sag meine Kollegin Bescheid, soll da priorisieren, also heute spätestens, aber morgen. Alles klar, super. Ich danke dir. Gerne, ciao, Dann ciao. schönen Tag. Tschüss, tschüss. Gute Fahrt, ciao. Danke, ciao.